Ja, und ich glaube, das Beste ist wohl sein Hinterausgang. Guten Morgen aus La Paz, eine Stadt, die auf den ersten Blick sehr unübersichtlich und chaotisch wirkt. Daher ist es empfehlenswert, sich Rat bei jemandem zu holen, der sich hier auskennt, wie zum Beispiel Ben, der hier Stadtführungen anbietet. Tours hier in La Paz. Plaza Murillo, and we have just across from us the equivalent of the White House. Richtig, wir sind hier auf dem Plaza Murillo. Und dieser Platz ist sehr beliebt bei den Einheimischen. Direkt gegenüber befindet sich der Palast des Präsidenten. Und auf der anderen Seite haben wir das Parlament. La Paz liegt auf einer Höhe von mehr als 3600 Metern und wir stehen hier gerade vor dem Stadion. Ein besonderes Stadion aufgrund der Höhenlage, oder? Hier haben wir beispielsweise Argentinien mit seinen besten Spielern, unter anderem Messi, mit 6:1 besiegen können. Diese Promenade ist die Verbindung zwischen Miraflores, dem Ort, wo sich das Stadion befindet, und Sopocachi. Das sind die zwei wichtigsten Viertel im Zentrum von La Paz. Ja, wir spazieren noch ein bisschen weiter und dann geht's ins Gefängnis. Das San Pedro-Gefängnis ist ein Ort, an dem keine normalen Gesetze gelten, da es sich mehr oder weniger selbst organisiert. Jetzt sind wir in El Alto. Genau, und das ist der beste Markt in La Paz, um viel, frisch und günstig einzukaufen. Wir sind immer noch in El Alto, in der Straße der Schamanen. Ja, das sind Personen, die dir deine Zukunft vorhersagen können, deine Krankheiten heilen oder schlichtweg Probleme jedweder Art zu lösen versuchen. Ja, und ich glaube, das Beste ist wohl sein Hinterausgang. Essenszeit. Was gibt es? Tucumanas. Das sind frittierte Empanadas mit viel Fleisch und anderen leckeren Sachen, wie zum Beispiel Bohnen und einer leckeren Soße dazu. Really good. Ich habe mich dazu entschlossen, mich von einem Hochhaus abzuseilen. Deswegen bin ich hier und das ist Darren von Urban Rush, der uns jetzt erklärt, was wir machen werden. Im Grunde genommen werfen wir dich aus dem Fenster. Du siehst bereits wie Spider-Man aus, das ist sehr gut. Du wirst jetzt zwei Testläufe hier oben machen und dann geht es 50 Meter hinab. Vorwärts mit dem Blick nach unten gerichtet und am Ende wartet dann der große, freie Fall auf dich. Spider-Man, Father Hart. Das war's von La Paz. Jetzt geht es weiter in den Süden nach Uyuni. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao. So, bevor ihr weiterzieht, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, hinterlasst einen Kommentar und schaut euch das Video von der gefährlichsten Straße der Welt an.